Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen, kurz angespielt von Olase-LinuxGaming.de. Ich bin Meldrian und zeige euch heute, nach langer Zeit, etwas Neues auf dem Linux-Gaming-Markt Silicon City. Seit geraumer Zeit im Umlauf, zuerst für Windows, im Anschluss für macOS und seit kurzem, wir haben jetzt März 2021, auch für Linux zur Verfügung. Auch wenn hier unten noch Copyright 2020 steht, davon nicht beeindrucken lassen. Was ist Silicon City? Ein Retro 3D Städtebausimulator. Nicht lein schnacken, wir gehen direkt in den Story-Modus und das ist nämlich das, was ihr sehen wollt. Gameplay und nicht nur das Titelmenü. Also Story-Mode, das Spiel frisch installiert und wir schauen mal, wo uns das hinführt. Ich persönlich muss zugeben, schon zwei, drei Minütchen gespielt, eine Mission, das wird auch diejenige sein, die ihr gleich sehen werdet, die kenne ich nun schon. Aber das soll uns die Stimmung an der Sache erstmal nicht vermiesen. Das Intro gönne ich euch noch und dann gibt es gleich ein bisschen Gameplay, ein bisschen Text, der vorgelesen werden muss. Und dann schauen wir mal, wie lange das hier geht. So sieht das aus. Die Weltkarte 1, 2, 3, 4. Und wir fangen an mit 1. Mit was auch sonst, wenn man mal ehrlich ist. So, das ist unser Berater, unser Counselor, der uns ja willkommiert, willkommen heißt in diesem 3D-Spielchen, das ab und an noch mit ein bisschen Grafikfehlern strotzt. Es sei ihm vergeben. Ich glaube, wir befinden uns im Moment bei Version 0.3.0 Beta und ja, da geht das schon noch. Da kann man nochmal über so ein bisschen flackern und schimmern, gerade bei 3D-Texturen hinwegsehen. Aber eine Dauerlösung sollte das allerdings nicht werden. Ich skippe das gerade mal durch. Ich denke, das geht schneller. So. Keiner kommt. Da geht sie nämlich. Sie ist so ein bisschen Intro und dann sagt sie halt, was man tun soll, dass der aktuelle Bürgermeister gerade irgendwie on Tour ist, aber irgendwas mit der Stadt nicht stimmt und man muss sich als sein Stellvertreter jetzt darum kümmern. So. Das Problem ist, niemand geht in die Bar. So. Hold right click to rotate the camera. Das ist dieses hier. WASD hätten wir auch getestet. Left click to select the building. Das ist die Bar. Und schon sagt sie, es gibt keine Angestellten. Da ist zwar eine Bar, aber niemand arbeitet dort. Das, sie resultiert daraus oder lässt daraus durchblicken. Ja, das ist ja kein Wunder, denn es gibt keine angrenzenden Wohngebiete. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben noch ein bisschen, ja, ein bisschen mehr Übersicht. Es ist alles noch so ein bisschen vollgepackt. Ich hoffe, dass sich das später ein bisschen entzerren wird, aber jetzt im Moment wirkt alles noch ein bisschen sehr auf den Punkt. Das machen wir mal weg, weil wir alle schon natürlich wissen, wie man hier baut. Urban Zoning, Houses und dann machen wir einfach wie im guten alten SimCity das hier. Das haben wir gut gemacht, kriegen wir gesagt. Und bald werden neue Leute, neue Angestellte in unseren Shops arbeiten. Rechtsklick, Menü schließen, funktioniert auch noch nicht. Da drücken wir einfach hier einmal drauf. So, und jetzt müssen wir warten, bis sich neue... Da sind sie auch schon. Bis sich neue Untertanen, ist das falsche Wort, Bewohner dazu herablassen, in diesem Irish Pub einer Beschäftigung nachzugehen. Das im Moment sind es noch 0 von 15, aber... Jawohl, das sollte sich bald ändern. Wir behalten nochmal, ich wollte gerade sagen, die Ecke hier drüben etwas im Blickfeld, damit wir auch sehen, wenn sich da was tut, was wir jetzt quasi verpasst haben. Also hier das erste Gebäude wirkt noch etwas unscheinbar, etwas sehr klobig, aber hat auch jetzt schon einen gewissen grundlegenden Charme. Also es gibt einmal diese Haushäuser, diese Standardwohnhäuser, die noch so ein bisschen rudimentär wirken. Erinnerung 0.3.0 Beta und auf der anderen Seite gibt es dann hier schon dieses für die Intro-Mission diesen designten Pub, der dann schon etwas anders wirkt, etwas professioneller. Auch hier das Gebäude daneben, ich glaube, das war die Bank. Ein kleines Office, das dann schon so ein bisschen mehr Konturen hat, mit Schildern an der Tür und so. Das zeigt so ein bisschen auf, wohin die Reise noch gehen könnte.
Aber wir fahren jetzt erstmal fort. Unser erster Bürger, der nach einem Job suchen wird. Ich soll den Pub nochmal selektieren, das hätte ich dann jetzt getan. Und da sehen wir halt, wie viele Jobs es tendenziell geben würde und die sind nicht besetzt. Und plötzlich wuselt es, diese kleinen schwarzen Flecken, die augenscheinlich die Bewohner der Stadt sein sollen. Mittlerweile schon 215 Menschen arbeiten dort. Und die Leute, die hier arbeiten, werden auch angestellt. Das ist gut für die Economy, für die Ökonomie und die Glückseligkeit der Leute. So, skippen wir durch, weil wir wissen, was los ist. McCornick, die Farm hier hinten, möchte eine Straße haben. Das ist diese Farm mit ein paar Nebengebäuden, diesem etwas perforierten Feld hier. Das machen wir mal weg, denn auch eine Straße als alte Stadtbau-Veteranen wissen wir natürlich auch, wie man Straße baut. Nämlich über Roads und über Regular Street. Nicht nur eine Fußgängerzone, sondern auch irgendwas, wo Autos hin können. Da hingeklickt oder reingeklickt und gehalten, den hier getan und losgelassen. Fertig. Straße gebaut. Man kennt es, man hat das alles schon mal irgendwo gesehen. Trotzdem immer wieder schön, es im neuen Gewand zu beobachten. Jetzt muss ich mir wahrhaftig nochmal die... Ha! Verdammt nochmal, sagt er. Paar McCornick. Er hätte nicht gedacht, dass wir so schnell sind. Und die alte Frau McCornick hat es gar nicht geschafft, sich in sehr kurzer Zeit schick zu machen, seitdem die neuen Angestellten alle hier reingetrudelt sind. So, jetzt möchte er noch etwas. Es geht um seine Felder. Die liegen da ziemlich verstreut. Und er möchte Straßen und die Felder aufgehübscht haben, also mehr Felder. Auch das kriegen wir hin. Das ist jetzt quasi der nächste Teil des Tutorials. Er möchte, dass wir Shift drücken und einen wir bauen nicht mehr. Einen Kreis ziehen. Okay, manchmal, das ist mir schon zwei, dreimal aufgefallen, verliert man das, was man angeklickt hat. Aber jetzt hat es geklappt. Shift ist gedrückt. Und in dem Moment kann man hier direkt nicht nur eine einzelne Straße, sondern direkt zum einen Kreis ziehen. Basics. So. Genau, nächster Punkt ist die Farm selbst. Das ist nicht ganz ausgewiesen oder nicht alles ausgewiesen. Construction Urban Zoning Farms. Geklickt und das getan. Und schon ist er glücklich. Der Paar McCornick. Danke für die Hilfe. Ja, bitte. So, ein alter Park in der Stadt gibt uns Probleme, macht uns Probleme. Und den sollen wir entfernen. Das tun wir natürlich sehr gerne. Da drücken wir drauf. Und jetzt, wo das Ganze klar ist, sollen wir versuchen, mindestens 35 Bewohner in die Stadt zu locken. Das kriegen wir hin. Urban Zoning, Houses, Geld ist übrigens hier oben. Und dann haben wir den hier. Dazu kommen natürlich noch, wie sich das gehört, einige gut befahrene Straßen. Shift gedrückt halten für den Rundherum-Faktor. Und ach, weil es gerade so grooved. Direkt daneben auch noch. Falscher Tab. Houses. Houses übrigens richtig teuer. Ja, da ist auch schon ein bisschen Knappheit eingetreten. Drücken wir mal ein bisschen auf die Bremse. 600 da vorne vor. Und dann warten wir erstmal ab, bis wir die 35 erreicht haben. Das war übrigens Escape, Entschuldigung. Language Settings. Language Unterstützung, Sprachunterstützung derzeit nur für Englisch und Français. Aber wer weiß, was da noch kommt. Da es ja tendenziell möglich zu sein scheint, weitere Sprachen mit reinzuflanschen. Ja, hoffentlich nur eine Frage der Zeit, bis sich auch andere Teile der Welt in ihrer Heimatsprache damit auseinandersetzen können. Bislang das Ganze noch ein bisschen quatschen zwischendurch. 19 für 35 haben wir. Bislang das Ganze noch ein Indie-Projekt auf HIO.
kostenlos für einen frei wählbaren Preis, also auch für 0 Dollar zu beziehen. Habe ich jetzt noch nirgends explizit nachgelesen, aber diese ganze Projektbeschreibung liest sich eigentlich so, wenn das Ganze einen bestimmten Stand erreicht hat, wird man wahrscheinlich sagen, hey, okay, und jetzt wäre es ganz cool, wenn dann doch mal 1 Dollar oder 2 rüberkommen. Nichtsdestotrotz aktuell März 2021. Runterladen, glücklich sein, das Installationspaket ist winzig, möchte ich fast sagen. Ich kann ja gerade mal gucken. Entpackt ist das Ganze 40 Megabyte groß. So. Ups, bin ich ins Meer gerutscht. Und ich glaube 40 Megabyte, das schaffen auch die Inhaber und Besitzer von älteren PCs und Notebooks. Was ältere PCs und Notebooks eventuell nicht schaffen, wobei ich das hier auch gerade auf meinem alten Desktop spiele und nicht auf dem Tuxedo, das könnte die Grafik sein, die wir auch gleich nochmal hochstellen werden. Just for the lulz. Ach, was heißt gleich? Settings. Hier kann man übrigens Type of Camera so ein bisschen umstellen. 2000er Style, Modern 3D, 1990er Style isometrisch oder 1980 Classic 2D. Das ist allerdings nur der Kamerastil, nicht die optische Darstellung. Also wer hofft, das Ganze plötzlich mit einem Fingerschnipp in die Optik eines SimCity 2000 zu buxieren oder noch früher, das wird so nicht funktionieren. Was wir allerdings machen können, ist hier einfach mal ein bisschen aufdrehen. Fantastic! Und da es keinen Bestätigen-Button gibt, vermute ich mal, dass das sofort greift, wenn wir es hier eingestellt haben. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Das Flackern ist ein bisschen verschwommener und ein bisschen anders da geworden, aber es flackert immer noch fröhlich vor sich hin. Also da auch dann später noch ein bisschen Luft nach oben. Aktuell tut die Grafikeinstellung scheinbar noch nicht allzu viel. Warten wir mal noch ab, was nach Version 0.3.0 Beta dann noch so alles kommt. Jetzt verfolgen wir durch einen Zufall gerade den Pfad von Randolph Fuentes. Das ist dieser kleine blaue Streifen, den ihr da in der Mitte des Bildes seht. Und er ist derzeit nirgends angestellt und sucht nach einem Job. Also auch hier kann man die Bewohner, auch wenn sie im Moment nur kleine Klötze sind, durchaus bei ihrem täglichen Leben beobachten und schauen, was sie zu tun. Was darauf schließen lässt, dass früher oder später ja, das Ganze vielleicht auch ein bisschen ins Mikromanage-artige abdriften könnte. Man weiß es nicht genau. Glückwunsch, Herr Fuentes. Sie sind jetzt Barmann. Eben noch arbeitslos und jetzt arbeitet er in unserem Pub. So, wir haben es geschafft. Unsere Stadt, in Anführungszeichen, hat jetzt 35 Bewohner. Und wir skippen hier mal durch wieder. Wenn irgendwas aufgefallen ist, fragt sie. Meine Signature ist von bestimmten Punkten abhängig. Hier oben meine Sternebewertung. Und pro Level muss man bestimmte Dinge erfüllen, um hier oben halt einen Stern zu bekommen. Das ist im Endeffekt das, was sie da jetzt sagt. Das repräsentiert die Akzeptanz der Bürger. So, gibt noch eine letzte Challenge, die ist optional, 150 Bürger in dieser Stadt zu bekommen. Das machen wir jetzt allerdings nicht, beziehungsweise das mache ich aber höchstens offscreen, denn das soll es auch schon wieder gewesen sein. Ich gucke gerade mal auf die Uhr, es ist immerhin schon eine Viertelstunde, das ist eine ganz schön viel Zeit für so ein kurz angespielt, aber dass die auch mal länger sein können, das habt ihr ja auch schon gewusst. Also, Silicon Dingenskirch. Na, jetzt bin ich gerade ein bisschen Silicon City, wie sollte es auch sonst heißen. Silicon City auf itch.io zum Download, nativ Unity Engine, mittlerweile auch für Linux und Costa Quanta derzeit. Nada, ruhig mal runterladen, ausprobieren, wenn man sich für Genre interessiert. Und das soll es auch schon gewesen sein. Viel Spaß beim Spielen. Und ansonsten gilt, wie immer, und schon seit langer Zeit nicht mehr, man sieht, schreibt, spricht und spielt sich, macht das gut, haut rein. Und tschüss. Und ich hab's immer noch drauf. Wahnsinn.